So. Und zacki. So. Sehr gut. Halt, da ist noch ein Popel. Ja, da. Und dann geht das weiter im Mauerbau, Mauerbau. Moment. Da muss ich jetzt erstmal abchecken, weil das kann ich ja nicht von unten zählen. Das muss ich von oben zählen. Damit das Design quasi beibleibt. Gleich bleibt. Damit ich das Design gleich beibehalte. So. So, wir haben. Das ist die Treppe. Ein Klotz, eine Treppe. Okay. Klotz, Treppe, Balken. Ja, ach scheiße, wir haben uns keine Spitzhacke gemacht. Egal, die Steinspitzhacke wird schon ein wenig halten, hoffe ich. Wir haben ja auch schlauerweise unseren Crafting Table weggelegt. So, und dann fangen wir an, indem wir einfach mal jetzt die oberste Reihe machen. So, hallo? So und so. Das heißt, Glot? Hä? Ist das... Ja doch, das passt schon. Weil dann kommt der weg. Der weg. Und der weg. Klotztreppe, genau. So soll es sein. So, und natürlich wird das designtechnisch jetzt dann ein riesen Fortschritt werden. Denn, das wird man sehen, sobald die Mauer da ein bisschen weiter nach unten geht. Ihr werdet sehen, was ich meine. Und ihr werdet verstehen. Und, ach, wer weiß. Vielleicht auch nicht. Wir haben wieder keine Dinger gemacht. Das mache ich jetzt gleich mal. Hier. Obwohl, scheiß drauf. Machen wir nächstes Mal. Knöpfe. Nupsis. So, dann kommt hier nämlich noch ein Balken rein. Und da kommt nochmal hier der da rein. So. Und dann Treppe von oben und Treppe von unten. Treppe. So. So. Oh. Da sind die ersten schon weg. Aber das war ja ein angefangener Stack, der zählt nicht. Hüpf. So, ne? Ja. Gut so. Auf zum nächsten. Auf zum Atem. Atom. Wie auch immer. Ach, warte mal. Kann man denn... Ich probiere das mal eben ganz fix, indem ich hier einen Dreckpollern hinhau. Sehr gut. So. Dann können wir uns jetzt nämlich erstmal hier komplett lang arbeiten. Und dann auf dem Rückweg setzen wir dann quasi den ganzen Rest. Beziehungsweise hauen dann die Dinger raus. So, ist natürlich jetzt wieder ein bisschen eine monotonere Arbeit hier bei mir auf meinem Kanal. Bla bla. Aber es gehört halt einfach mit dazu, dass wenn einem etwas nicht gefällt, dass er es ändert. Ist bei dir im Leben doch bestimmt auch so. Dir passt irgendwas nicht, also musst du irgendwas ändern. Super. Wir hätten vielleicht mal ändern sollen, dass wir von Anfang an mal eine andere Spitzhacke mitnehmen. Das wäre Punkt 1 auf der Tagesliste gewesen, meine Freunde. Und dabei jetzt zurückgehen. Zip, na, zip, zip, jetzt. Können wir hier Wolfman erstmal wieder beglücken mit einem Händchen. Macht einen Spaß. Oh, warte, so und so. Haben wir Eisen? Haben wir noch. Dann bauen wir gleich mal hier ein paar. Oh, Mann, oh. So. Und so. Nochmal. Und dann Pock. So, zwei Stück werden ja hoffentlichst genügen. Ja, ja, mach du nur. Weh, du kackst mir aufs Bett. Dann ist was los, mein Freund. Dann schläfst du außen. Und da ist es mir egal, ob es hier schneit oder gewittert oder Zombies da sind. Ja? Verstehen wir uns, ne? Nee, Freund. So. Weiter im Programm. Hier auf Tierkanal Nummer 1. Oh. Warte. Warte, warte. Wo haben wir? Da. Und zacki. Nein! Na egal.
Ist ja nicht so, dass wir einen Mangel hätten. Hauen wir hier dann gleich auch noch das Zeug mit raus. Und dann hoffen wir mal, dass unsere Dingers lang. Na, sag schon, Balken. Weil dann ziehe ich erstmal schön die Balken rein und dann kümmere ich mich um die Treppen. Oh, hier ist es natürlich jetzt interessant. Wie wird er es handhaben? Ehrlich gesagt, weiß ich das gar nicht. Ah, ich weiß doch. Ich weiß es. So. Dann, Balken. Lauf, lauf, lauf. Nein, so nicht. Und zacki. So. Eigentlich könnte ich doch wirklich noch schnell die Knöpfe holen, weil jetzt komme ich noch gut hin, ohne dass ich irgendwie großartig irgendwas umbauen müsste. So, jetzt brauche ich die hier. So, fertig. Ja, und das ist jetzt kein Witz. Ich lasse da einfach dann den Balken... Oh, der war Mist. Einfach ein Stück drüber gucken. So, wir machen uns mal eben fix ein paar Nöpfes. Und ja, ich sage immer noch Nöpfes. Nöpfe. Mit N, nicht mit K. So. Oh, da muss ich auch mal was erzählen. Es gibt auf was, Wiki? Ich glaube Wikipedia. Gibt es noch ungelöste Rätsel. Total geil. Also das sind echt Rätsel, wo sich Computerprogramme sowie Menschen schon alles ausgebissen haben. Wo die echt aufgeben zum Teil. Wo manche echt ein Leben lang versuchen, irgendwas zu machen, aber es halt nicht hinbekommen, ja? Und ich setze mich da so gerne ran und versuche, ehrlich, dass ich da irgendwo einen Sinn dahinter sehe. Und zum Teil kommst du auf die geilsten Gedanken, wie so etwas passieren könnte. Weil, wenn man nicht nur eine einfache, sondern eine mehrfache Verschlüsselung über irgendeinen Text liegt, ist es zwar klar, dass man irgendwann über einen gewissen Algorithmus dann mal ein Computerprogramm, wenn das lange genug läuft, dass das dahinter kommt. Aber aus Menschens Gehirn, Denkweisen, Art und so weiter, da ist das echt krass schwer, dass man da das Zeug rausbekommt. Und ich hatte mir auch schon mal so ein paar richtig fiese Dinge überlegt. Und zwar zum einen kann man ja quasi, wenn man das Alphabet nimmt, hat man ja quasi, 26 Buchstaben. So, wenn man jetzt diese 26 Buchstaben erstmal aufteilt in Zahlen, gibt man davon dann erstmal quasi einen... Ach Mist, da muss ich von oben ran. Gibt man dann quasi erstmal so einen Standard vor. Quasi über den Zahlencode kannst du einen Standard vorgeben und dann gibst du durch diesen Standard quasi die eigentliche Verschlüsselung preis, das aber wiederum verschlüsselt ist und mit deinem Code, den du dann entschlüsselt hast, kannst du die eigentliche Entschlüsselung entschlüsseln. Also quasi so eine dreifache Verschlüsselung. Total geil sowas. Ich mag das. Und da hatte ich mich dann auch mal so hingesetzt, das war irgend so ein Zahlencode über irgendeinen Schatz aus, ich glaube irgendwie 17., 16. Jahrhundert oder sowas. Und da sind halt nur Zahlen da gewesen. Und ich so, alles klar, fängst du mal an. Und dann, das hier quasi nicht heißt hier 2, 8, 14 oder sowas, sondern das eine durchgängige Zahl ist, habe ich mir gedacht, super, wo fängst du da jetzt an? Und hat dann erstmal angefangen, logische Kombinationen daraus zu suchen. Da ist natürlich auch noch die Frage, ist es vielleicht in irgendeiner anderen Sprache? Das wäre nämlich das Nächste, wenn das in irgendeiner Hinz- und Kunstsprache ist. Du findest das nicht raus. So, wie viel sind das hier? 1, 2, 3, 4, 5. In der Theorie müsste hier ein Balken rein. Wie gesagt, in der Theorie, aber wir machen keinen. So, dann müssen wir die Treppen mal eben fix setzen. So, du weg und wo sind meine Treppen hier? Und nebenbei die Stüfeleins. So, warte. So, komme ich da noch einmal frei rüber? Yes. Dann fange ich jetzt mal von hinten an. Super, da komme ich schon nicht mehr hin. Super, da falle ich runter. Manu. Am,
ja, mal wieder so ein bisschen über was anderes. Mann, jetzt! Gelabert. Haben wir denn Erde mit? Na super, zwei Erde. Was will ich mit zwei Erde? So, warte. Hauen wir uns hier mal ein bisschen Erde weg. Das muss ja eh noch alles dann geterraformt werden hier. Weil da vorne soll ja dann unser schönes Häuschen hin, quasi hier so. Und ich glaube, wir sollten mal ganz fix ins Bettchen gehen. Lauf! Bevor hier die Schergen der Nacht über uns herfallen. Und uns wehtun. Mach auf. So, Wurfmeln, Rutschenschluck, gute Nacht. So und hallo, guten Morgen. Auf geht's ab zur Arbeit. Oh, die Tür möchte mich nicht zur Arbeit lassen. So, hier außen wird sich dann ja auch noch das ein oder andere ein klein wenig verändern mit der Zeit. Aber wie gesagt, wir haben selbige. So, jetzt brauchen wir Erde. Und mit 30 komme ich bestimmt nicht allzu weit. Schauen wir mal, wie weit wir kommen. Auf jeden Fall, upsa, muss die ganze Schose hier dann wieder abgerissen werden. So, na, obwohl, es reicht doch ein ganzes Stück. Passt. Sehr schön. Halt, die zwei brauche ich dann auch noch. So, dann du weg und du her. So, dann geht das hier nämlich ein bisschen fixer von der Hand, weißt du? Oh. So, ihr könnt mir quasi mal schreiben, so nebenbei mal erwähnt, ob irgendjemand von euch den Bock hätte, mit mir zusammen GTA 5 zu zocken. Und zwar zocke ich auf der PlayStation 3. Es wird zwar nicht mehr dieses Jahr passieren, sondern eher dann Februar nächsten Jahres. Danke. Da könnt ihr quasi schon mal ein bisschen, ja, ich sag mal, farmen gehen. Ich bin momentan Level 21, kurz vor 22. Habe momentan, ich glaube, um die 200.000 Kohle Cash. Habe diverse Autos. Also angefangen vom übelsten Monster Truck bis hin zum Flitzer. Zur Hardcore Racing Machine. Hab hier ein großes Apartment. Das eine, was man sich hier für knapp 200.000 kaufen konnte. Mit angeschlossener Garage. Und da stehen auch zwei Autos drin, die quasi zur freien Verfügung sind. Man korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber ich glaube, es ist so, wenn man das nicht gegen Diebstahl schützt, sondern einfach nur in seine Garage stellt, kann sich das auch ein anderer nehmen. So, jetzt pass mal auf. Eins. Mist, warte mal. So, eins. Zwei, drei, vier, fünf. Das heißt hier... fängt das wieder an. So. Ihr werdet gleich sehen, was ich meine, was ich vorhabe und wie ich beabsichtige, es zu tun. Es ist eigentlich simpel. Ja, und auf jeden Fall, wie gesagt, ich spiele da ja ganz selten mal im offenen Online-Modus, weil da gibt es so viele grenzdebile Leute, die einfach keine Ahnung haben, was Spaß am Spiel ist, wie man ein Spiel richtig spielt und vor allem, was es heißt, im Team zu spielen, die sehen nur, ich hab dir kaputt gemacht. Da hab ich echt keinen Bock drauf. Vor allem, wenn du dann auch selbst in der Online nur ein Rennen fährst, ja, weil ich fahre ja relativ viele Rennen zum Tunen meiner Autos. Ups. Es gibt solche Schwachmaten auf der Welt, das glaubst du gar nicht. Weißt du, da willst du ein normales Rennen fahren und ich bin ja eigentlich einer, der fährt fair. Ich schubse keinen. Natürlich kann es mal passieren, dass ich jemanden berühre, wenn es mich mal in der Kurve dreht oder sowas. Aber in der Regel bin ich die Art von Spieler, die sagt, alles klar, er fährt sein Ding, ich fahre mein Ding und wenn er mich überholt, dann ist halt ganz einfach schneller wie ich. So simpel ist das. Und ja, die ganzen Schwachmaten, sobald du halt, kannst du ja im Windschatten fahren, sobald du dann aus dem Windschatten rausgehst und an dem vorbeiziehen willst, zack, rammen die dich von der Fahrbahn. Alter, was für Idioten, oder? Glaubst du nicht? Da kriege ich ab und zu schon mal so meine ganz kurzen, so meine Aggressionszustände, wo ich mir dann wünsche, oh, mach das Ding doch im GTA-Modus, dann kannst du den Typen über den Haufen ballern. Aber selbst dann spielen die mit Haftbomben. Hatte ich ja auch schon ab und zu. Ach nee, was mache ich denn jetzt?